Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Luzerner Saal Orchesterhaus Luzern und herzlich willkommen auch von zu Hause aus. Das Finale wird heute live gestreamt in die ganze Welt hinaus. Ich bitte Sie daher, alle Handys jetzt auf Flugmodus zu schalten. Wir haben im ganzen Saal Mikrofon verteilt, dass es keine Störfunktionen gibt. Bitte alle Handys auf Flugmodus. Gut, die Spannung steigt. Ich komme zur Verkündigung der Finalteilnehmer des Schweizerischen Solo-Quartett-Wettbewerb 2023. In der Kategorie C. Erste Startnummer, ich sage jeweils die Startnummer, dann bitte ich die Teilnehmenden, den Saal zu verlassen. Einen Stock unten sind die Einspielzimmer. Avec le numéro 1, Start Nummer 1 ist Gyger Sacha. Mit der Startnummer 2, Lattion Liam. Start Nummer 3, Schnyder Simon. Start Nummer 4, Alfaré Valerian. Mit der fünften Nummer, Start Nummer 5, ist Brückel Oriane. Start Nummer 6, Pralong Julie. Start Nummer 7, Vuignier Nell. Und die letzte Startnummer 8, Vuignier Lea. Ich bitte nochmals alle, die jetzt vorgelesen wurden, den Saal zu verlassen. Bitte gehen Sie in die Einspiellokale. Sie werden dort abgeholt von unserer Rekrutenschule. Vielen Dank. Wir kommen zu den Erwachsenen-Solomeisterschaften, die Kategorie D. Mit der ersten Startnummer ist Romallier Claude. Start Nummer 2, Clément Julie. Start Nummer 3, Aegerter Patrick. Start Nummer 4, Vuignier Yohan. Start Nummer 5, Barras Anne. Die Startnummer 6 ist Imseng Alena. Das Schlusslicht, die Startnummer 7, Théry Jonathan. Vielen Dank, viel Glück. Jetzt hören wir zwei Stücke von dem Posaunenquartett der Rekrutenschule. Danach beginnt das Finale ziemlich zügig. Viel Vergnügen. Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, wir kommen zur Kategorie Erwachsen, Kategorie D. On vient, Kategorie D. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, es wird spannend. Vorher noch eine kurze Information. Die Juryberichte sind an der Infodesk. Nach der Rangverkündigung können Sie diese abholen. Dann die Ranglisten sind online gleich nach der Rangverkündigung. Ich darf Ihnen vorstellen, heute in der Jury beim Final Roger Webster, Jean-Claude Colli und Fabian Bloch. Sie sehen glücklich aus. Ich glaube, Sie haben einen Gewinner gefunden oder eine Gewinnerin. Vorher darf ich Ihnen kurz noch Roberto Schmidt, Regierungsrat Kanton Wallis, bitten, einige Worte an Sie zu richten. Chers Solistes, liebe Solistinnen und Solisten, chers Parents et Accompagnants, liebe Musiklehrer, chers Compositeurs et Pianistes, geschätzte Mitglieder des Vorstandes und der Jury, chers amis de la Musique. Es ist mir eine große Freude, an der heutigen Rangverkündigung teilzunehmen und die Preise zu vergeben. Même si en ces deux jours, je me suis vite rendu compte qu'il y a plus de talent ici en musique qu'en politique, nous avons en commun l'amour de la musique. Oui, même moi, en tant que politicien, je joue de l'euphonium depuis 45 ans, Mais je n'ai jamais été un soliste, sauf si je fais de temps en temps un pain. C'est pourquoi je vous envie, chers solistes, pour la qualité de vos prestations, votre musicalité, vos doigts rapides et le haut niveau de vos performances musicales. Aber ich beneide euch nicht nur, ich bewundere euch auch. Ich bewundere euch für den Mut, für die Bereitschaft, die Herausforderung dieses Solo-Wettbewerbes angenommen zu haben. Ich gratuliere euch von Herzen zu euren großartigen und begeisternden Vorträgen und danke euch, dass ihr uns mit eurer Musik ein wunderschönes Wochenende beschert habt. Es hat wahrlich Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ihr habt alle Solistinnen und Solisten einen großen Applaus verdient. Vous avez mérité notre applaudissement. Si on participe à un concours, on aimerait gagner, bien sûr. Mais, quelle que soit la soliste ou le soliste qui sort vainqueur de cette salle, vous avez tous gagné. Comme l'a si bien dit le grand homme Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. La satisfaction de vous être mesuré au meilleur et d'avoir offert une bonne prestation doit vous motiver davantage pour la suite de votre parcours musical. Mesdames et messieurs, une chose que les solistes nous ont également fait vivre ce week-end dans cette salle, c'est le fait que le meilleur de la musique ne se trouve pas dans les partitions. Das Beste an der Musik steht nicht in den Noten. La bonne musique, ce n'est pas seulement des notes ou la technique, c'est aussi le cœur que vous y mettez, la passion, la joie, l'interprétation et l'intonation. Tout cela définit une très bonne musicienne, un très bon musicien. La pratique constante, l'expérience on stage et les épreuves de compétition contribuent également à la maîtrise de vos interprétations. Und das alles erarbeitet ihr, liebe Solistinnen und Solisten, hart und mit Ausdauer. Aber auch mit Unterstützung eurer Musiklehrerinnen und Musiklehrer, eurer Freundinnen und Freunde, eurer Kameraden in den Musikvereinen. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich danken für die Motivationsspritzen, die sie euch geben. Bien entendu, je n'oublie pas de remercier ceux qui ont eu le plus le trac aujourd'hui, les parents et les grands-parents de ces jeunes solistes. Vous leur avez transmis d'une manière ou d'une autre l'amour de la musique. Voilà le plus bel héritage que l'on peut transmettre à son enfant. Vous méritez toute notre reconnaissance. Un grand merci, un applaudissement, je crois aussi, à toutes les pianistes qui ont accompagné ce week-end les solistes. Ils ont mérité. Herzlich danken und gratulieren möchte ich abschließend auch den Organisatoren dieses Wettbewerbs. Ihr habt das super gemacht. Chers solistes, liebe Solistinnen und Solisten, bravo à toutes et à tous. Nous sommes fiers de vous. Wir sind stolz auf euch. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, wir warten alle auf die Resultate, die jetzt kommen, mit Spannung. On attend tous les résultats. Il y va là. On commence avec la catégorie C. C'est le championnat suisse des solistes juniors, die Juniorenmeisterschaft von heute. Cornet, Trompette, Flügelhorn. Ich gebe immer die drei ersten bekannt, beginnen mit dem dritten, zweiten, ersten. Und die Solistinnen und Solisten sollen doch bitte nach vorne kommen. Je vous prie de venir sur scène. Voilà. Troisième, avec 96 points, Nell Vuignier. Deuxième, avec 97 points, Liam Lattion. Und gewonnen hat diese Kategorie Gagné avec 98 points, Oriane Brückel. On fait une belle photo avec les trois premiers. Et es folgt die Kategorie S-Horn, les Altos. Dritter Platz mit 93 Punkten, 93 Points, Louise Gaillard. Deuxième avec 93,5 points, Audrey Gouma. Und gewonnen hat die Kategorie Alto mit 94 Punkten Fiona Nav. Bon. Les Basses, die Bässe. Im dritten Rang mit 92 Punkten, 92 Points, Leonie Stocker. Im zweiten Rang mit 94 Punkten Marco Koronovic. Et le vainqueur de cette catégorie avec 95 points, Sacha Gyger. Kategorie Euphonium Bariton. Hier haben wir im dritten Rang mit 94 Punkten 94 Points Baptiste Sautier. Im zweiten Rang mit 96 Punkten Valerian Alfaré. Und der Sieger dieser Kategorie avec 98 points, Lea Fugnanesi. Les Posaunen, les Trombones. Troisième place, avec 92 points, Samuel Bornet. Avec 94 points, deuxième, c'est Baptiste Varon. Vainqueur mit 95 Punkten ist Simon Schnyder. Gut, das war die Kategorie C. Jetzt folgt die Kategorie D, die Schweizerische Erwachsenen-Solomeisterschaft. Le championnat suisse des solistes adultes. On recommence comme avant avec les cornets, Flügelhorn. Troisième, im dritten Rang, mit 95 Punkten, ist Johann Vuignier. Im zweiten Rang mit 96 Punkten Alena Imseng. Und der Sieger, le vainqueur de cette catégorie, avec incroyable 98 points. C'est Claude Romallier. Esshörner, les altos. Une belle photo pour le souvenir, voilà. Troisième chez les altos, c'est Jonathan Théry. Ouais. 96 points. Deuxième, avec 98 points, Julie Clément. Et avec 99 points, vainqueur, c'est Marine Baras. Wir kommen zu Euphonium und Bariton. Auf dem dritten Platz mit 93 Punkten. On reste chez le nom Barras, cette fois Marine Baras. 94,5 Punkten auf dem zweiten Platz ist Arnaud Deleuze. Und mit 96 Punkten der Sieger dieser Kategorie ist Patrick Eckert. Dann haben wir die Kategorie Posaune, les trombones. D'abord, on fait encore une belle photo. Ah, il dit continue. Voilà. Les trombones, on n'a qu'une personne ici, le vainqueur. Premier avec 91 points, Léa Crétenon. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb der Quartette, les quatuors, zweite Klasse, la deuxième classe. Ici c'est la même chose, je dis les trois premiers et puis je vous prie les quatre joueurs de venir sur scène. Alle vier Spieler sollen bitte nach vorne kommen. Zweite Klasse, dritter Rang mit 88 Punkten. Vuignier Quartett. Im zweiten Rang mit 89 Punkten, Garde Ass. Und der Sieger mit 90 Punkten, avec 90 points, a gagné Perse Quartett. Il y a beaucoup de monde sur scène en ce moment. Passons à l'excellence. Bravo. Höchstklasse Quartette mit 96 Punkten. Dritter Platz. Gert Hof. Am zweiten Platz mit 97 Punkten. Liberty Quartett. Et avec 98 points, vainqueur gewonnen hat Underline Brass Quartet. Les sponsors. On va continuer avec les sponsors pour faire une photo. Voilà. An einem solchen Anlass braucht es auch immer Sponsoren. Leute und Firmen, die den Anlass unterstützen. Il faut toujours des maisons et des personnes qui soutiennent tel concours. Je vous donne les noms des soutiens, les patronats. Et je vous prie d'applaudir qu'à la fin, parce que ça devient trop long après. Mais je fais très court. Hein. Le patronat, le soutien de ce concours national des solliciteurs, c'est Swiss Brass, le Schweizerischer Brassbandverband, l'Association Suisse des Brassbands avec Régis Gobet. Et puis les partenaires, c'est Swiss Army, comme vous avez vu, mit Oberst Philipp Wagner. Kommandant der Militärmusik, Kommandant de la Musik Militär. Pesseninstrumente, vertreten durch Herr Valentin Oberson. Dann der Schlagzeugshop Landsmann aus Altishofen. Dann hatten wir gestern den Wettbewerb der Perkussionisten. Ce concours était hier avec les percussions. Die Musikschule Luzern, Musik Hug Luzern, Südpol, en Léadon, Luzern, das Orchesterhaus der Luzerner Sinfonie, das Hotel Schweizerhof aus Luzern, Johann Erwin Klaviertransport Luzern, Gerber Sportpreise Frutigen, Bundesamt für Kultur, Office Fédéral de la Culture, Wigtech Neuenkirch, Eichhof Getränkemarkt, Vination Partnershop Luzern, und Biolike Starköche Catering Service, Herr Walter Amrein. Bravo à tous et bonsoir. Bon, nous venons d'entendre la finale ici, là-dedans, des catégories C et D. Et voilà. Merci bien. C'est les résultats. Hein. On commence avec la catégorie C, les juniors. Troisième, avec 95 points, im dritten Platz, ein Tubist, Sascha Gyger. Zweiter Platz mit 96 Punkten. Simon Schnyder, Trommeln. Et catégorie C a gagné avec 98 points, Oriane Brückel. Wir kommen, bravo. Championnat suisse des solistes adultes, dritter Platz mit 95 Punkten. Jonathan Théry. Deuxième, avec 96 points, Cornet, Alena Imseng. Und der Sieger der Kategorie D mit 97 Punkten ist Marine Baras. So, jetzt bleibt uns noch die Bekanntgabe des Schweizer Solo-Champions 2023. Der wurde erkoren aus einem der Finalisten der Kategorie C und D. Also ein Spieler oder eine Spielerin der letzten 15, die wir in den beiden Finals gehört haben. Le vainqueur, le champion suisse 2023 peut être un des solistes de catégorie C ou D. Je vous annonce le résultat du jury. Schweizer Solo Champion 2023, champion suisse pour cette année, avec 98 points, c'est Oriane Brückel. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Je vous remercie de votre visite. Je vous souhaite une bonne rentrée, surtout au Valais, parce qu'il y en a quelques-uns ici. Au revoir, bonne santé, bonne année. Merci.